Nikodemus ging heimlich in der Nacht auf der Suche nach Jesus. Wer hätte es je gedacht? Die Unruhe in ihm sagte etwas fehle ihm. Meister, was fehlt mir noch? Was fehlt mir noch? Es sei denn, dass jemand von neuem geboren ist. Es sei denn, dass jemand von neuem geboren ist. So kann er das Reich Gottes niemals sehen. Geboren aus Wasser und aus Geist. Wie kann das geschehen? Meister, wie kann das sein? Ich kann doch nicht wieder gehen in meines Mutters Leib hinein. Nein, denn das ist der Geist, der neu geboren ist. Und das ist der Beweis, dass du eine neue Schöpfung bist. Es sei denn, dass jemand von neuem geboren ist. Es sei denn, dass jemand von neuem geboren ist. So kann er das Reich Gottes niemals sehen. Geboren aus Wasser und aus Geist. Es ändert deinen Geist und Sinn. Es zieht dich mehr zu Jesus hin. Du siehst, was wirklich zählt. Nein, das bietet nicht die Welt, zu erkennen deinen Gott, zu verstehen sein Gebot. Schenke ihm doch den ersten Platz in deinem Leben. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Wille Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. So kann er das Reich Gottes niemals sehen. Geboren aus Wasser und aus Geist. Wie Nikodemus, geh suche deinen Herrn. Geh in die Stille, er hört dich gern. Und er zeiget dir dann, was wahres Leben ist. Und er nimmt dich bei der Hand, bist du aufs Neue geboren. Bist.